Hallo und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von 1954 Alcatraz. Wir sind hier noch immer in der Kunstgalerie. Wir haben jetzt schon drei Schlüssel von Joe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch alle sind. V-Schlüssel, S-Schlüssel und B-Schlüssel. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. So, ich schaue nochmal, ob wir hier noch irgendwas machen können. Vielleicht nochmal mit Bernadette sprechen, bevor wir rausgehen. Ich glaube, das ist doch das Einzige, was wir noch machen können. Wir schauen mal, ob wir noch was mit ihr machen. Ich hasse es, meine Zukunft in die Hände eines Mannes zu legen. Nein, okay. Dann können wir abhauen hier. Und dann gehen wir auf jeden Fall nochmal zu Vivian. Oh, oder auch verdammt, noch nicht. Weil du redest kommt Mickey. Zu viel. Fragst alle nach einem Schlüssel. Naja, selbst schuld. Jetzt gehört er mir. Gib mir den Schlüssel. Oder du und deine Freunde sterben. Wir filzen dich so lange, bis wir es gefunden haben. Ich will keinen Schlüssel gehen, Spitzwohl. Mickys Leibwächter sieht sauer aus. Mach dich mal locker. Läuft doch alles. Du sollst mit ihm sprechen. Mickey sieht verzweifelt aus. Er wird mich jeden Moment umlegen. Gib mir den Schlüssel. Immer mit der Ruhe, Mickey. Nein, ich will nicht. Sobald ich losrenne, bin ich tot. Ich will aber nicht. Gib mir den Schlüssel. Immer mit der Ruhe, Mickey. Ich will reingehen. Er würde mich nicht hören. Wenn ich schreie, wird Mickey mich sofort wegzerren. Mhm. Hier habe ich bessere Chancen. Kann ich denn hier irgendwas machen? Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Verdammt, ich habe keine Chance. Ich knall dir einfach die Bibel an den Kopf. Und das. Kapiere ich nicht. Ich auch nicht. Hier, tauschen wir das. Das wäre reinste Jazz-Verschwendung. Oh, muss ich dem jetzt wirklich die Schlüssel geben? Oh, Leute. Keine Chance. Ich habe echt keine andere Wahl, hä? Kapiere ich nicht. Aber ich mach's, weil es so schön ist. Nein! Die Dinger sind mehr wert, als ich in den letzten 6 Monaten verdient habe. Echt? Sogar mehr wert als die Schlüssel? Na gut. Nehm einfach die Safe-Kombination. Klappt immer noch nicht. Ja, sein Safe alleine auch. Verdammt, welchen Schlüssel gebe ich ihm denn jetzt? Der hier, der sieht kaputt aus. Hier hast du den verdammten Schlüssel. Ist wahrscheinlich eh nur für eins von Joes Liebesnestern. Zur Hölle mit ihm. Okay. Und kein Wort darüber an niemanden. Finde die Tür zum Schlüssel. Was? Ich hab alles unter Kontrolle. Ich hab dich im Auge. Du wirst mich schon noch hinführen. Geh schon. Jetzt siehst haben wir du noch alles zwei? Unter Kontrolle. 2 Schlüssel, das war natürlich irgendwie nicht so gut. Aber gut, irgendwie sind wir anders aus der Nummer ja auch nicht mehr rausgekommen. Uns blieb eigentlich gar keine andere Wahl. Aber wir haben ja noch 2 Schlüssel. Yay. So, was machen wir denn jetzt? Kann ich jetzt in sein Büro gehen? Eigentlich wollte ich ja zu Vivian nochmal zurück. Und nochmal gucken, ob ich mit ihr was anderes noch sprechen kann. Oder ob wir noch was, ihr noch was zeigen können. Das probieren wir mal als erstes aus. Okay, wir schauen mal. Schön, dass du mich besuchst. Mhm. Das ist total schön. Was hast du damit schnell gemacht? Was soll ich als nächstes machen? Was soll ich als nächstes machen? Okay. Wechseln wir mal lieber das Thema. Also ist nichts anderes wirklich... Ich verschwinde mal. ...da, was wir mit dir besprechen könnten. Aber vielleicht, ich zeig dir mal das da. Hab die Druckplatten hier gefunden. Ich weiß, dass du eine Fälscherin bist. Du wusstest von dem Überfall. Von Anfang an. Im Panzerwagen ist kein echtes Geld verbrannt. Ich habe Joe versprochen, dir nichts zu sagen. Es wäre für dich zu gefährlich geworden. Du schuldest mir was. Du brauchst falsche Papiere. Ich mache dir welche. Reisepässe, Geburtsurkunden, das ganze Paket. Okay, irgendwas kam da noch, aber... Schön, dass du mich besuchst. Jetzt können wir das nochmal machen. Ich habe die Druckplatten hier gefunden. Ich weiß, du... Ich habe Joe... Du schuldest... Du brauchst Reise... Okay, sie macht mir also Reisepässe. Haben wir die Druckplatten jetzt noch? Nö.
Weißt du, erst sagt sie die ganze Zeit, ja, die sind hier wertvoller als alles andere und jetzt gibt sie einfach die Druckplatten. Okay, aber sie will uns ja dann die Papiere und so herstellen, beziehungsweise, ja, fälschen, ne? Dann schauen wir jetzt nochmal in Mickys Büro vorbei, oder beziehungsweise in Mickys sein Club. Gucken mal, ob wir da in das Büro reinkommen. Kommen vor allem. Ich kann nicht mehr sprechen, oh Gott. Können oder kommen. Wie ich wieder die beiden Wörter miteinander kombinieren will. So, schauen wir mal. Mickys. Kommen wir denn jetzt durch die Vordertür rein oder müssen wir schon wieder durch den Hintereingang? Wir sind gleich. Jemand, mit dem du reden solltest. Oh, was? Ich glaube, er arbeitet mit Joe zusammen. Aha. Ins Büro kommen wir nicht, da steht auf jeden Fall der Türwächter. Es gibt da diesen Häftling, der für mich arbeitet. Letztens haben wir ihn in die Isolationshaft gesteckt. Ja, Joe. Der einzige Insasse, der überhaupt was gebacken kriegt. Okay. Kennt seinen Platz. Meistens jedenfalls. Ja, aber es ist Sache des Gefängnisdirektors, ihn rauszulassen. Der Direktor muss die Anweisung geben? Er muss einen Antrag unterschreiben. Dreifach. Und er ist die nächste Woche nicht da. Vielleicht kann ich helfen. Wie sieht so ein Antrag aus? Ich habe zufällig einen dabei. Hab vergessen, ihn das unterschreiben zu lassen. Jetzt haben wir einen Antrag und sollen wir den auch noch zu Vivian bringen, dass sie da eine Unterschrift drauf fälscht? Oder was? Wie bitte? Wie? Was? Kriegen wir noch ein paar Informationen? Es gibt nichts, was ich tun könnte. Großer, farbiger Kerl. Guter Mechaniker. Ich kann ihn schinden, wie ich will. Der beschwert sich nicht. Micky spricht mich nicht. Da komme ich nicht vorbei, oder? Probier's einfach mal, ob wir in Mickys Büro gehen können. So wird das nicht, Süße. Nicht ohne Mickys Erlaubnis. Verdammt. Warum dachtest du, du müsstest mir den Schlüssel mit Gewalt abnehmen? Ich war eh gerade auf dem Weg, ihn dir zu bringen. Ja, süße Lügen aus einem süßen Mund. Ich kann auch nichts dagegen tun, dass ich etwas für dich empfinde. Ich möchte dich ja mit offenen Armen willkommen heißen. Aber warum sollte ich dir trauen? Können wir das nicht irgendwo besprechen, wo wir ungestört sind? Na gut. Lass uns in mein Büro gehen. Jetzt gehen wir wieder in sein Büro. Dort können wir ungestört reden. Das Problem ist aber, wir können ja nicht in seinem Büro vor seinen Augen den Safe knacken. Das ist, ne? Die Problematik, die brauche ich nicht weiter erklären. Das versteht sich von selbst, aber... Ich weiß, ich bin furchtbar gewesen. Aber lass es mich wieder gut machen, okay? Joe hat seine Chancen verspielt, als er mich angelogen hat. Und... ich habe schon lange einen Blick auf dich geworfen. Teilweise kaufe ich dir das ab. Okay. Frag mal das da. Hast du irgendwie Einfluss auf Detective Grassi? Lass ihn nur rumschnüffeln. Der Kerl findet doch nicht mal seine Nase, wenn die Sonne scheint. Lügen, dieser Schlüssel, den du mir abgenommen hast, es fehlen noch drei. Das will ich nicht sagen. Nachher merkt er das. Die Mama da ist da. Die Mädchen wollen auf Tour gehen. Warum lässt du sie nicht einfach? Ich habe sie unter Vertrag. Sie macht, was ich sage. Okay, dann machen wir es doch mal. Dieser Schlüssel, den du mir abgenommen hast. Ich weiß ja gar nicht, ob er uns überhaupt glaubt. Es fehlen noch drei. Es gibt vier Schlüssel für vier Türen. Dahinter liegt die Beute. Und du hast nur einen. Vier? Ich krieg sie zusammen. Aber das dauert ein paar Wochen. In Ordnung. Ich gebe dir noch etwas Zeit. Schau, was du noch rausfinden kannst. Okay. Das war nicht mit ihm sprechen. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hand drauf. Sind wir jetzt gleich wieder draußen? Was? Bleib weg von mir! Gott verdammt! Ich meine es ernst! Deine Hände sind schmutzig. Aha. Okay, jetzt schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Vielleicht geht das, ja? Er hat sich die beste Flasche des Hauses geholt. Ich denke mal nicht, dass wir uns hier irgendwas grabbeln können. Ich würde ihn ja gerne trinken, aber manchmal schüttet Mickey den Background-Sängerin was in den Drink. Lieber nicht. Lieber nicht Putzmittel. Ja. Spülmittel. Gummihandschuhe. Mickey ist eine reinliche Ratte. Mhm. Wer hätte das gedacht?
Wenn ich mit Putzen anfange, dann bei mir zu Hause. Vielleicht müssen wir ihn ja irgendwie nur in sein Büro locken, wenn wir irgendwas haben, um ihn schmutzig zu machen. Wir haben aber leider nichts da. Dann kippen wir ihm das einfach raus und dann haut er ab und dann sind wir mit dem Safe vielleicht allein. Vielleicht würde das gehen. Noch ganz viele Pillen hier zu liegen. Sind nicht die Pillen, die die Kreativität anregen. Nur Vitaminpillen und Placebos mit ausgefallenen Namen. Wenn man eine Grippe klein kriegen will, hilft nur ein guter Schluck Wodka. Ein medizinisches Buch über Viren und Keime. Sieht ziemlich zerlesen aus. Ich krieg den Eindruck, dass Mickys Isolation ihn zu einem Keimophoben gemacht hat. Vielleicht bekomme ich so meinen Schlüssel zurück. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Irgendwie keine so. Zeit für diesen akademischen Mist. Ich weiß halt nur noch nicht, wie, wir haben noch nichts gefunden, so richtig. Man kann es in ein Bett verwandeln. Früher hat Mickey hier junge Mädchen vernascht. Jetzt schläft er nur noch unruhig und wartet auf seinen Tod. Sicher nur Fussel und Staub in den Ritzen. Davon werde ich garantiert nicht satt. Aber dass er so reinlich ist, schläft er auf so einem Bett? Naja, gut. Was zur Hölle? Scheinbar wohnt Mickey in seinem Büro. Wahrscheinlich hat er Angst, auf der Straße erschossen zu werden. Nein. Ja gut, eine stinke Socke nehmen wir nicht mit, obwohl sie werden ja wahrscheinlich gewaschen sein. Chirurgenmaske? Nee, danke. Die wird dir nichts mitnehmen, ich weiß. Aber deswegen. Nein. Können wir es ja trotzdem mal probieren? Papiere? Tja, genau, stell dich neben ihn. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Hier haben wir noch ein Porträt. Dahinter ist nichts. Sein Safe ist gleich hier. Ja, ich weiß. Na, den gehst du nicht ran. Den Safe niemals anrühren lassen. Richtig, wir müssen ihn erstmal hier irgendwie rauslocken. Ich bringe dich raus. Also nicht Mickey, sondern, also doch, Mickey müssen wir rauslocken. Und wie gesagt, die Idee hatte ich ja nur mit, dass wir das nur irgendwie schaffen, indem wir ihn irgendwie schmutzig machen, mit irgendwas bekippen oder so. Da müssen wir eigentlich noch irgendwas finden. Schauen wir mal, ob Bee nochmal mit uns spricht. Hi, Bee. Wie läuft das Geschäft? Wir können hier nicht reden. Triff mich gleich hinten. Hat sie noch was Neues zu sagen, oder? Ist das jetzt sinnlos, dass wir jetzt sie angesprochen haben? Das kann ich leider nicht beantworten. Die Frage hat, werden wir wohl sehen. Da liegt jemand. War vielleicht doch nicht so sinnlos. Wie kann ich Mickey ausschalten? Ja, wissen wir ja eigentlich im Prinzip, aber wir fragen es trotzdem. Wie kann Mickey ausschalten? Er hat mich zu lange herumgeschubst. Sieh dir mal den Safe in seinem Büro an. Ja, würden wir ja gerne. Aha. Was geht zwischen Mickey und Goldie? Der Nixe. Der Junge ist besessen von ihr. Genauso wie von ihrer Mutter. Jeden Abend hängt er vor ihrer Garderobe rum. Bernadette sucht Modelle für ihre Arbeit. Nein, das ist neu. Ich könnte etwas Geld zusätzlich gebrauchen. Wie geht es ihr? Ich schätze, wie immer ziemlich depressiv. Sie hat sich von dem Mädchen aus dem Paper Doll getrennt. Okay, ich muss los. Vielleicht haben wir also schon mal eine, die für Bernadette Modell stehen mag. Und wer ist hier? Irgendein betrunkenes Mädchen. Schauen wir uns mal an. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, die habe ich auf der Fähre nach Alcatraz gesehen. Okay. Quatschen Sie einfach mal an. Geht's Ihnen gut? Ich bin okay. Danke. Wenigstens sind wir nicht auf dieser fürchterlichen Insel. Welche Insel? Alcatraz. Ich wollte nur mal eine Nacht lang raus. Er hört und hört nicht auf, von der Arbeit zu schwafeln. Die versteckten Messer, die kaputte Waschmaschine, der Typ, den sie in Isolierhaft gesteckt haben, der Typ, den sie in den Krankenflügel verlegt haben. Und mir sagt er, ich soll mal ausnüchtern. Rede mit meinem Mann. Der erzählt's jedem, der es nicht wissen will. Mhm. Super. Geht's Ihnen gut? Ich bin... Dank. Okay. Ich will noch gucken, ob noch was anderes kommt. Jetzt sammeln wir erstmal wieder so ein bisschen kleine Informationen. Und, ja. So richtig weiß ich noch nicht, was wir groß machen sollen. Okay, wir gehen mal noch zur Nixe hier. Nebenraum. Ich weiß gar nicht, ob die auch einen Namen hatte. Goldie war das, ne? Goldie, die Nixe. Sie hier meine ich, genau.
winkt uns schön. Hey, Christine. Willkommen zurück, Christine. Vielleicht hat sie auch noch Redebedarf. Siehst gut aus. Das da. Hab deine Schwester bei der Arbeit im Buchladen gesehen. Schön. Nur geschäftlich. Aber war trotzdem nett. Brauchst du auch eine Brille? Wie deine Schwester? Nein. Okay, kannst du dich um meine Katze kümmern? Das hat mir, glaube ich, beim letzten Mal schon mal gefragt. Also von ihr gibt es nichts Neues. Ein bisschen Zeit haben wir für die Folge noch. Wir haben noch nicht so viel, glaube ich, Zeit verschwendet. Ja, so muss ich es jetzt mal nennen, weil richtig viel geschafft haben wir in der Folge jetzt leider nicht. Ach nee, ich bin nicht zu Mickys Club. Nee, jetzt müssen wir halt so lang gehen. Was soll's? Zurücklaufen bringt jetzt auch nicht viel Sinn. Bringt nicht viel Sinn, vor allem. Oh je. Das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Ich bringe schon wieder laut Wörter durcheinander. Wir gehen nochmal raus. Ich will nochmal auf die Übersichtskarte. Und jetzt überlegen wir nochmal, was wir machen können. Bei Vivian waren wir. Aber zu Vivian könnten wir theoretisch nochmal zurückgehen, weil wir haben ja jetzt noch Papiere bekommen, die wir irgendwie unterzeichnet haben wollen. Hier ist dieser komische Autor. Café Napoli, da waren wir quasi auch im Park, wüsste ich nicht, was wir tun sollen. Und in der Kirche weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, was wir tun sollen. Deswegen gehen wir jetzt wirklich nochmal zu Vivian, zeigen ihr mal die Papiere, die wir bekommen haben, wo noch diese Unterschrift fehlt. Vielleicht kriegt sie das ja auch irgendwie hin. Vielleicht kann sie auch Unterschriften fälschen. Ich meine, wenn sie Papiere und so besorgen kann, vielleicht kriegt sie das auch hin. Wir zeigen ihr einfach mal diesen Wisch hier. Da muss die Unterschrift vom Gefängnisdirektor drauf. Ich brauche die Unterschrift des Gefängnisdirektors. Und dann werden wir sehen. Ist die nicht vielleicht auch hier drauf? Auf dem Brief hier ist die Unterschrift vom Gefängnisdirektor. Seine Unterschrift sieht aus wie ein müder Drache. Hatte wohl ein echt trauriges Leben. Gib mir eine Minute, Christine. Ja, cool, sehr cool. Yay, ich bin so froh. So, bitte sehr. Damit kriegst du Joe aus der Einzelhaft. Danke, danke, danke. Das ist so lieb von dir. Okay, super. Ich glaube, ich können wir wieder zurück, müssen wieder in Mickys Laden. In Mickys Club. Und dann gehen wir dem Gefängniswärter, Mason, glaube ich, hieß er, dem geben wir dann den Brief zurück und dann kommt Joe wahrscheinlich aus der Einzelhaft heraus und dann können wir auch wieder mit Joe spielen, weil jetzt auf Joe zu schalten macht keinen Sinn, da er ja noch in Einzelhaft steckt. Wir verstehen, ne? Mickys. Dahin. Da ist er und da werden wir ihm jetzt auch gleich was zurückgeben. Wow, keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben, Lady, aber vielen Dank. Ja, gern geschehen. Behandeln Sie den Mechaniker bitte anständig, ja? Ich habe eine Schwäche für Verbrecher. Okay, wir haben ein bisschen was Kleines geschafft, aber so richtig... wir switchen automatisch 1229. Abmarsch! Und erleben jetzt, wie... Du scheinst einen Schutzengel zu haben. Wie Joe rauskommt. Der Direktor hat angeordnet, dich sofort aus der Isolationshaft zu holen. Tür auf bei 3. Okay, wir sind und bleiben Joe anscheinend jetzt gleich. Habe ich nichts dagegen, ehrlich gesagt. Ausgang zum Hof. Da ist Flugzeug, ja. Zellenblock. Wir können uns jetzt Speisesackrückstation. Ja, wir können uns jetzt natürlich erstmal alles anschauen. Hier könnten wir auch noch mit Hank quatschen. Bumping. Ja. Okay, machen wir das mal, ne? Von hier unten komme ich da nicht ran. Musst du denn daran? Im obersten Stock ist die Krankenstation. Ganz unten ist die Kantine. Ich habe sie auch angegrabbelt, anstatt mir nur anzusehen. Der zentrale Zellenblock. Alles marode. Und die Zeit tut ihr Übriges. Da steht auch noch einer, aber...
Der ist uns auch egal. Ja, wir gehen mal zu Bumpy, würde ich sagen. Komm, wir quatschen ihn gleich mal an. Ist das eine Frau? Ja doch, das ist die Frau. Ich mache einen Hungerstreik. Sie haben meine Bewährung abgelehnt. Gib mir was zu essen und ich erzähle dir vielleicht was. Haben wir nicht sogar was eingesteckt, Joe? Jetzt bei Joe? Ja, nee, doch. Ja, nee, doch. Wir haben den Ring, Schmerztabletten. Hier, Pfannkuchen, hast du. Hier. Und erzähl mir was, Schönet. Also, du versuchst auszubrechen? Das habe ich nie gesagt. Hast du von den spanischen Katakomben gehört? Die befinden sich unter dem Zellenblock. In den kommst du praktisch bis ans Wasser ran. Die sind zugemauert. Deshalb suchen die Wachen da nie. Okay. Jetzt haben wir irgendeine Zeichnung bekommen. Fluchtplan des Lizards und jetzt haben wir Bambis Fluchtplan. Okay. Hast noch mehr? Du von den oder? Spanischen Katakomben gehört? Erzähl, die befinden gleiche. Sich unten. In den kommst du... Okay, da erzählt uns das Gleiche, aber immerhin. Jetzt haben wir schon mal einen zweiten Fluchtplan. So war das mit Hank. Gibt Hank uns auch noch ein paar wertvolle Infos vielleicht? Joe, vor 15 Jahren hatte ich einen Plan, hier rauszukommen. Inzwischen bin ich zu alt dafür, aber... Du bist noch jung. Aber bevor ich ihn verrate, brauche ich noch etwas. Ja, was brauchst du? Kohle oder Pillen? Pillen haben wir. Umsonst ist nur der Tod. Hatten wir nicht Pillen? Schmerztabletten, komm, nimm die. Hier. Nimm, wie lautet dein Plan? Zuerst musst du auf die Krankenstation. Sorge dafür, dass sie dich lange dort behalten müssen, um Zeit zu gewinnen. Vor 20 Jahren hat dort jemand ein Fenster gelockert und es mit falschen Schrauben repariert. Da oben siehst du es. Welches Fenster? Oh, meine Erinnerung lässt nach. Ist das Alter? Na super. Aber dafür haben wir keinen Fluchtplan wirklich bekommen. Dann beeil dich. Ich habe noch andere Interessenten. Was will er denn jetzt? Kohle oder Pillen. Noch mehr? Sonst ist nur der Tod. Geld habe ich nicht. Also ich denke mal, dass er mit Kohle Geld meint und nicht Kohle. Was soll er mit Kohle? Ist schon. Ja, ja super. Ich habe nichts weiter. Gehen wir mal raus ich zum Hof. Ich bleib erstmal in der Nähe von Bumpy raus und raus zum Hof. Wir sind Wenn ich von Hof. Diesen Drecksfelsen runter will, muss ich wissen, was sie wissen. Manchmal erzähle ich auch ein bisschen Blödsinn, ne? Aber mehr erfahren wir doch nicht. Kann jetzt nur zwischen Hank. Hank erzählt mir nicht mehr. Bumpy will mir auch nicht mehr erzählen. Sie erzählt auch nichts über sich oder Hast über du von den spanischen Katakomben gehört? Die in den... Ja, der Teig jetzt gecheckt. Warte mal, wenn ich einfach ihm das da zeige? Das bringt mich auch nicht von dieser Insel runter. Was soll ich denn dann machen? Das da? Das bringt mich auch nicht von dieser Insel runter. Was anderes kann ich ihm doch nicht geben. Ich werde ihm doch nicht meine Ehering geben. Den würde ich nur abnehmen, wenn ich in echten Schwierigkeiten wäre. Zeig mir gedacht. Ach, getarnte Kohle. Wir haben doch Kohle. Ist mir gar nicht aufgefallen. Da steckt Geld drin. Oh weia. Na gut, dass ich es nochmal ausprobiert habe jetzt hier, ne? Ah, ich erinnere mich wieder. Okay. Es war auf Station 3. Station 3. Da passe ich nie im Leben durch. Stimmt. Du bist größer als ich. Dann brauchst du etwas, um die Gitter zu verbiegen. Diese Dinger zum Wagen anheben. Kennst du jemanden, der sowas hat? Weiß nicht. Solche Dinger sind aus Metall. Schwer an den Detektoren vorbeizuschleusen. Oh je. Erst mit dem Fenster haben wir geschnallt. Was kommt nach dem Fenster? Was kommt nach dem Fenster? Klettere auf das Dach. Dann darüber. Am besten bei dichtem Nebel. Geh runter zu den alten Gewölben. Dann durch die Tunnel bis zum Rand der Insel. Und dann? Geh zum Südende der Insel. Und du wirst ein Seil brauchen, um zu den Höhlen runterzukommen. Du brauchst ein Floß. Oder jemanden, der dich abholt. Eine Schwimmbürste wäre auch nicht schlecht. Oh weh, wir haben noch ein ganz schön Stück Arbeit vor uns. So wie sich das anhört, wird das wirklich nicht leicht werden, hier auszubrechen. Haben wir noch ein paar Fragen? Ich weiß es nicht. Fragen. Du hast vorhin gesagt, es gäbe 4 Wege runter von der Insel. Du hast vorhin gesagt, es gäbe 4 Wege runter von der Insel. Bei 2 musst du dich als Wachmann oder Soldat verkleiden. Das wird bei dir nicht klappen. Bei einem brauchst du ein ganzes Team. Aber soweit ich weiß, arbeitest du immer allein. Andere Leute bedeuten immer Ärger. Du sagtest, ich muss mich beeilen. Alter Verkaufstrick.
Wo arbeitet Gaspipe? Bei den Docks wollten sie ihn nicht mehr. Vielleicht im Kraftwerk. Okay. Ich glaube, ich hab's. Ich hoffe, dein Plan hält, was er verspricht. Hängt mein Leben von ab. Und wahrscheinlich das meiner Frau. Die Route ist gut. Glaub mir. Wieso hast du es damals nicht geschafft? Ich hatte nicht genug Nebel beim Schwimmen. Manches lässt sich nur leider nicht kontrollieren. Hey, hey, Joe. Wer ist er denn jetzt, so? Ich hab gehört, du versuchst dich an Hanks Plan mit dem Fenster. Nun ja. Das Fenster befindet sich in Robert Strouds Zelle auf der Krankenstation. Stroud, der Birdman, wird dich nicht ohne weiteres in seine Zelle lassen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Versuch, das Buch hier reinzuschmuggeln. Eine alte Büchereikarte für Strouds Vogelkunde. Er wird es dir danken. Damit komme ich meinem Ziel bestimmt einen großen Schritt näher. Seine Geste gerade. Okay, Leute. Damit sind wir auch ein bisschen unserem Ziel näher gekommen. Hier haben wir jetzt 3 Fluchtpläne und ja, die Büchereikarte. Und damit lasse ich euch jetzt allein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.